Alter, Rick! Das ist das geilste Hotel. Ohne Witz! Also, das ist nicht mehr gelungen. Ich habe mich noch nie beim ersten Sitzen so sicher auf dem Motorrad gefühlt. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin jetzt gerade hier in Baden-Baden. Ich bin tatsächlich gerade mit dem Zug runtergefahren von Flensburg hier nach Baden-Baden zu Ricks Motorcycle Top. Steht hinter der Kamera, da will ich hier nicht hin. Aber ist auch egal, weil hierum soll es ja heute gehen. Er hat das Ganze hier fertig gemacht mit Harley zusammen. Nils, komm rüber. Sehr gute, macht das hier unter anderem möglich. Und ja, ich werde jetzt gleich mal hier die Harley auspacken dürfen und ich habe nicht viel Ahnung. Mir wurden mal so ein ganz paar Bilder rüber geschickt, aber nie von dem ganzen Bike. Ich weiß nur, dass da coole Reifen drauf sind, weil das konnte ich gerade schon so ein bisschen luschern. Aber genau, ich würde sagen, wir packen das mal aus und was ich damit vorhabe, seht ihr wahrscheinlich gleich danach, aber ich werde auf jeden Fall nach Island damit fahren. Das ist zumindest die Mission. Genau, aber Plan ohne Plan, willst du noch was sagen? Kriegen wir hin. Nee, das wird schön. Bin gespannt, wie es dir gefällt. Also, ja, ich auch. Ja, nee, Rick hat einen fantastischen Job gemacht und seine Leute, also ich denke mal, das wird richtig geil. Wird dir gefallen. Also, dann, lass uns nicht länger warten und lass uns enthüllen, oder? Mach mein Bein frei. Oh mein Gott. Oh, ist das geil. Oh, damit habe ich ja richtig Angst zu fahren. Die ist viel zu schön. Oh, ich zitter. Oh mein Gott. Oh, die Felgen. Oh, danke schön. Oh Gott, ist das heftig. Oh, da ist einfach alles dran, sogar ein Zusatzscheinwerfer. Das finde ich ja noch am coolsten. Rick, komm her, sag mir, was hast du gemacht? Ich sehe schon, das ist einfach nicht mehr normal hier. Es ist so gut. Ja. Erstmal, bevor du anfängst, vielen Dank, das ist so heftig. Freut uns. So mich. Heftig. Ja. War doch in der kurzen Zeitschiene doch eine ganz, ganz sportliche Aufgabe, das Fahrzeug in der kurzen Zeit noch zu modifizieren. Ja, fangen wir mal an. Ich erkläre ein bisschen. Ich habe ja so die Info, dass du ein bisschen weiter nach hinten sitzen muss, jetzt ist der Stellenwagen. So, jetzt. Okay, dann haben wir hier einmal die Lenkstange von der Panamerica reingemacht, also den Lenker modifiziert von 32 mm auf 22, dass du aufrechter sitzen kannst, dass du nicht so liegst. Dann, klar, Island, Thema Heizgriffe. Das ist so geil. Ja. Dann haben wir Heizgriffe reingebaut, hier deutsch zulässige Lenker. den USB-Port, dass du Navigation anschließen kannst und dein Handy laden, damit du online bist. Den vorderen Bereich haben wir von der Charaktere etwas umgestaltet. Ja. Dass es nicht so nach Schwange aussieht. Das heißt, wir haben eine andere Lampenmaske verwendet. Balderungen dazu angefertigt. Die Chromgabel gecovert. Ein bisschen Oldstyle. Oldschool Faltenbälge dran. Von irgendwo unterwegs sozusagen. Habe ich dir so ein Umfall-Sturzpad angebaut, gefertigt, damit erstmal der Bremshebel ein Stück weit die Fußmasse geschützt ist, ein Stück weit der Motor, dass also beim Umfall nicht gleich der Bremshebel verbogen oder abbricht. Den Auspuff haben wir etwas modifiziert. Richtig geil. Der ist normalerweise irgendwie hier hinten. Katalysator ist immer noch integriert, das heißt also, wir machen keine Steuerhinterziehung. Ja. In dem Zuge haben wir die Schwinge verstärkt hier, einen sogenannten Schwingenoberzug eingeschweißt. Dann verwendet die sie nicht, gerade durch die Schlaglöcher. Und wir hatten die Chance hier Ölingsstoßdämpfer zu verbauen, die wir nachher dann mal noch auf dein Gewinde ein bisschen einjustieren. Dann das System. Es ist so heftig. Haben wir was angefertigt, ja. Das heißt, du kannst hier deine Taschen packen, ja, und hier zusätzlich dein Zelt oder was auch immer, das du dabei hast. Und wenn du jetzt
hier irgendwo mal stehst oder sagst, okay, ich habe das Zelt aufgebaut und will meine Taschen einfach mitnehmen. Alter, im Maul, ist das geil. Dann kannst du das ja per Bajonettverschluss abnehmen. Das ist das Geilste überhaupt. Ja. Oh, ist das geil. Und ich kann das sogar variieren und weiter runter machen, ne? Ja. Oh. Das ist richtig geil, Mann. So. Hä? Einfach hier vorne wieder mit den. Wie kommst du auf die Sachen? Siehst du das irgendwo im Internet und denkst, ich guck die Scheiße nach? Wie kommt man auf sowas? Ja, du. Das ist. Was soll ich sagen? Ideen dann umsetzen. Und dann ist halt auch manchmal ein bisschen probieren dabei. Hier haben wir dann kleine Blinker gemacht. Die Originalblinker sind ja irgendwie das sind so Blinker? Riesen. Das sind Blinker. Rücklicht und Bremslicht in einem. Ja. So, der Nils macht mal an, bitte. Also Rücklicht. Ich betätige einfach mal hier. Oder der Nils macht mal Blinklicht an. Boah, hammer. Ja, schön grell, LED-Technik. Deutscher Hersteller Kellermann. Und Bremslicht auch noch in einem. Boah, das ist heftig. Und sie sind zugelassen, also beim deutschen TÜV Segen, ja? Ist das krass. Es ist auch so cool, weil der Lack ist so schön. Und wenn man dann. Vielleicht also mal von vorne die Blinker. So, die Blinker hier vorne, oder? Vorne. Oder ist. So. Ist das geil. Wieso hinten jetzt hat. Das ist so klein, das ist heftig. Also auch hier eben ein Aluminiumgehäuse angefertigt, CNC gefräst, die sind geschützt, wenn du mal umfällst, ist hoffentlich nur der Spiegel verbogen. Ja. Und dann brauchst du eh nicht, denke ich, Spiegel brauchen nur die, die zu langsam unterwegs sind. Ja, ja, hier dein Cockpit, USB-Anschluss, Griffheizung. Zusatzscheinwerfer. Oh, weißt du, wie geil das ist? Ich bin jetzt 3 Jahre lang gefahren. Ich hatte nie in meinem Leben eine Griffheizung, ne? Und ich bin schon viele Bikes mittlerweile gefahren. Und es gab so Leute, die meinten, oh, eine Harley, die hat keine Griffheizung. Und das Erste, was passiert, oh, die hat eine Griffheizung. Das ist so geil. Ich hätte einfach alles. Gut. Wahnsinn. Dann haben wir ein paar Gimmicks noch eben verbaut. Wir haben von der Panamerica den Motorschutz, den Skidblade verwendet. Oh, haben die modifiziert, haben Buchsen eingeschweißt. Haben die Original-Gummirasten gegen hauseigene Rasten von Rix Motorcycles ausgetauscht. Das heißt, du hast hier richtig Grip im Stiefel. Ja. So ein Motocross-like so ein bisschen. Ja. Ja. Kannst du sagen, wie schwer die Maschine jetzt ist nach dem Umbau? Kann man das abschätzen? Wir müssten was erwägen, aber sie ist. Wir haben einiges weggebaut, wir haben einige Dinge dran gemacht. Sind Dinge ausgetauscht worden, die schwer sind gegen leichter. Also es wird mehr oder minder Originalzustand sein vom Gewicht, ja, also originalgetreu. Können wir die mal anmachen, wenn du es glaubst, ist das? Nicht störend laut kann man gleich machen. Ja. Nicht störend laut, ne? Ja. Das glaube ich dir noch nicht so ganz. Gut, dann machen wir es sich mal an. Zu beliebt. Heilige Scheiße. Was meinst du? Also es würde mich mal interessieren. Meinst du, man kann damit auch gut Offroad fahren? Weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, mit einer Harley kann man gar nicht Offroad fahren. Gut, du hast natürlich mehr Gewicht wie beim Offroad-Bike. Du hast ein Motorrad, das knapp 1000 Profit hat und ein gewisses Grundgewicht. Es wird nie eine Enduro sein, aber du kannst schon Offroad sein. Ja. Das geht. Ja. Ja. Du musst die Maschine kennenlernen, denke ich. Ja. Ja. Du hast Enduro-Reifen drauf. Du wirst sicherlich nicht Sandbahn-Weltmeister werden können, aber du kannst auch schon mit dem Offroad fahren. Ganz klar. Sehr cool. Darf ich mich mal bitte? Ich habe richtig Angst, irgendwas zu machen, ne? wo ich jetzt weiß. Oh, geil, man kann hier richtig gut auf. Oh, ist das geil. Die Sitzposition ist ja so gut. Halt dein Maul. Oh, habe ich nicht gesagt. Oh, ist das geil! Die Sitzposition ist richtig gut, sag mal. Oh, damit kann man gut reisen, Nils.
Auch wie du sagst, das setzt man merkt echt einen Unterschied. Also ich hatte ja jetzt in Flensburg meine Harley ausgeliehen, das war auch ganz cool, aber das ist echt nochmal ein Unterschied, wenn etwas umgebaut ist, ne? Wahnsinn. Das sieht auch cool aus, ne? Ja. Oh, das ist so aufregend. Ich würde sagen, wir nehmen sie mal raus. Ja. Vor den Laden, dass wir auch nochmal laufen lassen können und ein bisschen frische Luft kriegen. Und nachher gehen wir dann dazu über, einfach mal, dass du eine Proberunde fährst. Ja. Ja, dass wir die Stoßdämpfer wahrscheinlich ein bisschen weicher machen. Ja. Ja, auf dein Körpergewicht und dein Gepäck ein bisschen einstellen. Ja. Und Schaltraster einstellen, sodass wir einfach mal so die Grundsachen machen. Gut. Das ist so schön. Danke. An alles. Oh, die stellt sich so gut auf. Sehr gern. Du hast einen Lenker und da bist du der Chef, ja? Oh, der ist auch so geil. Das ist auch safe nicht original, oder hier? Oh, jetzt hab ich's dumm gemacht. Aber der geht so richtig leicht nach hinten, wenn ich gerade nicht so dumm mache. Du musst nur, siehst du jetzt, einfach darauf achten, dass dass er immer ganz vorne ist. Ja. Ja. Weil sonst klappt er dir ein, wenn du sie abstellst. Ja. Nicht, wenn er so halb ist, du musst gucken, dass er wirklich vorne ist. Ja. Was jetzt lustig wäre, dass ich vergesse, dass der oben ist und direkt hier bei Übergabe klatscht. Kann mir irgendwer erklären? Die Knöpfe erklären? Ja klar, ich komm. Warte, also ich glaube das hier, also wie viele Dinger gibt es schon für dich? Also erstmal machen wir sie an. Okay, das habe ich gelernt. Genau, mach sie aufdrücken. Ja, aber erstmal musst du nach unten machen und dann geht die Zündung an. Ne? Dann siehst du hier auch den ganzen Salat hier durchfahren. Ja. Ne? Dann fährt die Maschine hoch und dann fangen wir mal hier drüben an. Also hier machst du sie an mit dem Schalter. Also einmal den Knopf drücken, du musst nicht gedrückt lassen, weil das ist eine elektronische Zündung, die läuft dann. Ne? Dann hast du hier Warnblinklicht. Die hat Warnblinklicht? Natürlich. Dann vielleicht ganz wichtig, wenn du hier stehst und ich sag mal, du bist ein bisschen Offroad, musst einen Berg hochfahren und du merkst irgendwie, die Traktionskontrolle greift ein. Wenn du keinen Bock hast, kannst du die Traktionskontrolle ausschalten. Dafür musst du stehen allerdings und den Knopf gedrückt halten und dann, gut, es blinkt jetzt eh, aber dann geht die Traktionskontrolle aus. Von den Modi her hast du hier diesen Mode-Button, weil du hast verschiedene Fahrmodi. S ist für Sport. Das ist ein Regenmodus, da ist einfach die Traktionskontrolle stärker, ne? Also die greift früher ein, dass du halt nicht irgendwie wegrutscht in der Kurve. Wie funktioniert das? Also damit habe ich echt noch nie. Na, das sind einfach Sensoren und die kriegen natürlich die Informationen vom Motor, wie schnell sich das Rad eigentlich drehen müsste. Ja. Und wenn die merken, das Rad dreht durch, dann schaltet die Traktionskontrolle ein. Das passiert in so kurzen Millisekunden, dass du das gar nicht, du spürst es und es passiert so schnell, dass du eigentlich gar nicht ins Rutschen kommst. Ganz cool, ich habe dreimal bin ich schon wegen Regen oder feuchter Straße weggerutscht in der Kurve. War jetzt nicht so schlimm, weil ich jetzt im Bikes hatte. Im Regenmodus mit Traktionskontrolle kann dir das nicht mehr passieren. Okay. Und auch das ABS reagiert anders. Ne? Das fängt dann vorher an zu greifen, also ist echt ein Sicherheitsmerkmal. Und dann hast du auch noch ganz normalen Straßenmodus. Hierüber machst du deine Heizgriffe. Ne? Also da kannst du die dann einschalten. Alter, die ist ja so heftig. Die hat ja sogar einen geilen Wendekreis. Hätte ich nie gedacht. Alter, du bist so geil. Alter, Rick, das ist das geilste Motorrad, das ohne Witz. Also, das ist nicht mehr gelungen. Ich habe mich noch nie beim ersten Sitzen so sicher auf dem Motorrad gefühlt. Das ist, es ist schlimm, weil ich weiß, ich werde viel Offroad fahren. Und ich weiß es nicht unbedingt gut für die Maschine. Aber, Alter, die fährt sich so entspannt. Man weiß richtig, wie man sitzen soll. Und die hat sogar einen Wendekreis. Letztens bin ich in der Halle gefahren und dachte, oh Gott. Aber das ist das geilste Werk, was ich jemals gefahren bin. Okay, jetzt wird's weird.